Ein recht herzliches Hallöchen. Ich weiß mal, wie euer Wasser vom 18. LP ist halt eine neue Aufnahmesession, wie gesagt. Neue Aufnahmesession ist auch schon zeitlich die Version 1.1 rausgekommen. Und daher versuchen wir mal unser Glück, um weiteres zu schaffen. In der Hoffnung, dass wir das Geld verdienen. Denn so wie ich sie gesehen habe, haben wir gerade mal 44% vom Auftrag weg. Und daher sputen wir uns mal eine kleine Runde. Auch theoretisch, wenn wir so lange wie wir wegfahren, können wir uns die Zeit hochnehmen. Ja, können wir machen. Deswegen nehmen wir die Zeit mal ein bisschen hoch, dass wir die Zeit nach den Auftrag abheben können, unsere Wiesen wir bewirtschaften können. Und daher heißt es jetzt erstmal Geld machen. Und deswegen schmeißen wir schon mal die Fuhre weg. Und daher versuchen wir unser Glück, in der Hoffnung, dass wir unser Geld noch erreichen. Oder Geld erreichen. Daher. Versuchen wir unser Glück hier reinzukommen in diese Spielerei. Prozent. Das kann nicht hinkommen, da gehen wir gleich einen Auftrag ab. Feierabend. 68%, da müssten wir theoretisch noch mal 12 Fuhren herfahren. Abbrechen. Ja. Bringt uns keine Minuspunkte. Den können wir auch gleich abgeben. So. Dann haben wir unsere Gelder auch schon mal fertig. Und jetzt machen wir unsere Wiesen. Es hat uns ja kein Minus gebracht. Und daher fahren wir schnell die paar Fuhren weg. Aber fragt mich nicht. Denke mal, weil ich unsere Flächen gleich mitgemacht habe, hat der Scheins, wie ist das? Die Software gesagt, das ist alles in der Fläche und daher lassen wir jetzt die Zeit ein bisschen hochlaufen. So dass wir hier in. Warte mal, jetzt muss ich selber gucken. Jetzt muss ich selber gucken. Lass mich mal überlegen. Wie gesagt, wo ist unsere Fläche? Die müssen wir nochmal düngen. Also müssten wir demnächst düngen und daher warten wir noch ein paar Minuten ab, aber jetzt gucken wir noch schon was anderes. Denn ich weiß nämlich selber nicht, wie man sich hingestellt habe. Wachstum. Machen wir es denn schnell? Das passt auch ganz gut. Und daher lassen wir es laufen. Und dann machen wir unsere Rapsernte. Dass wir die dann mitbekommen und das Geld bekommen, müssen wir uns halt mal ein bisschen sputen, dass wir da das Geld wirklich ankriegen. Dann verkaufen wir schnell auch diese Vage. In der Hoffnung, dass es da einen guten Preis gibt. Schön. Ich hoffe, dass es da endlich mal einen guten Preis gibt für die Silage. Also fahren wir uns schnell weg. In der Hoffnung, dass unsere Ballen uns noch glücklich machen. Uns noch ein paar Euros bringen. Wie gesagt, am Ende, am nächsten werden wir uns vielleicht noch ein paar Felder holen, dass wir hier zügig weiterkommen. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen ranhalten, dass wir einigermaßen im grünen Zweig kommen. Also wie es aussieht, hat die Software alles mitgerechnet. Naja. Da können wir gleich noch ins Hören nehmen. Und dann fahren wir auch die Fuhre weg. Ich will selber noch nicht, wo wir Raps hinfahren denn. Lass uns mal überraschen. Aber erstmal machen wir unsere Lage fertig, dass wir hier nochmal einen Schnitt machen können. Und dann kommen hoffentlich bald die Tiere. Aber die dann fertig machen können. Und daher wird es noch eine Fuhre werden. Zeit hochgenommen, vielleicht noch ein Feld geholt. Vielleicht das hier schon als nächstes hier drüben. So, dann können wir zusammenlegen. Dann haben wir halt eine große Wiese. Dann gucken wir mal, was es hier drüben noch gibt. Noch eine große Fläche, ehrlich gesagt. So was machen wir uns hier auch noch. Fertig. Hier ist auch schon fertig als Feld. Passt hoch. Und daher, mal gucken. Vielleicht holen wir uns demnächst auch noch gleich die beiden Flächen, fliegen so zusammen. Ja.
Da haben wir da auch schon mal ein paar Pluspunkte. Aber erst einmal fahren wir unsere Silage weg, nehmen die Zeit wieder runter. Lassen wir mal 5 laufen, denn wir müssen noch düngen. Daher das nächste, was wir machen, düngen. Die Weltmesser und dann nehmen wir die Zeit richtig hoch. Vielleicht machen wir noch ein paar Aufträge, wenn es gut läuft. Aber ich denke mal eher nicht, weil wir unsere Ernte dann als erstes machen wollen und daher gehen wir auf unsere Ernte und dann passt das auch schon wieder. In der Hoffnung, dass wir hier ein paar Euros machen. 24.000, kann das hinkommen? Kann das überhaupt hinkommen? 24.000? Nee, kommt nicht hin. Na, gucken, was uns die Silage Kost bringt. 28.000 sogar. Das bringt uns auch hier ein paar Pluspunkte und daher ziehen wir weiter. Fahren uns die Silage weg. Ich denke mal, wir haben uns dann noch ein Feld holen müssen. Die ganze Heutechnik dazu holen müssen. Ja, und dann haben wir auch schon mal ein paar Pluspunkte erreicht. Silagetechnik haben wir dann, müssen wir uns noch ranholen, wir müssen uns einiges noch ranholen, wir sind noch am Anfang und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, den Kredit haben wir auch noch. Da kommt auch noch eine Freude auf und daher müssen wir uns mal ranhalten, Zeit an die Flächen runter zu wirtschaften. Und deswegen werden wir uns jetzt zügig lang hin machen, in der Hoffnung, dass wir zeitnah die nächste Fläche kaufen können. Da unsere Silage runterpressen können und jetzt habe ich vergessen, die Uhr hinzustellen. Silage runterpressen und den ganzen Spaß. Und da müssen wir uns noch mal gucken, wie weit wir überhaupt sind. Aber ich auch jetzt mal machen. Nimmst du mir jetzt nicht böse. Wir sind bei guten 7 Minuten. Das passt doch mit der Uhr. Und deswegen fahren wir jetzt noch die Fläche runter. Machen uns schnell das Geldpferd, schon daher haben wir auch noch ein bisschen Erfolge, wenn es zwar nicht viele sind, vielleicht ein Traktor oder schon ein vernünftiges Feld. Und daher fahren wir jetzt noch die Fuhre weg, in der Hoffnung, dass wir jetzt wirklich zeitnah die nächste Heutechnik ranholen können mit Schwader und Wender. Dass wir dann ein paar Aufträge machen können für Heu. Aber so wie es aussieht, sieht man hier Pferdsch. Wird uns noch mal vielleicht noch mal 20.000 bringen. Würde ich mal grob sagen. So, dann sind wir rund bei 170.000. Das bringt uns auch schon mal ein paar Pluspunktchen. Aber erstmal werden wir die Silage wegfahren. Ist heute der Part. Und dann ziemlich zeitnah noch die Dinger drauf schmeißen, dass der über die Nacht lang hindingen kann. Und dann nehme ich die Zeit hoch, so dass wir endlich mal unsere Fläche selber fertig machen können. Und deswegen müssen wir uns mal sputen in diesem Part noch. Ja, dann muss ich ihn rendern, dann muss ich ihn hochladen. Dann ist heute der Part auch schon dran. Morgen. Ich nehme einen Tag Feuer auf, ich habe es mir da vergessen, neue Aufnahmen zu machen, will er mal. Und daher mache ich das heute mit. Und deswegen müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Und vielleicht noch ein Feld holen, dass wir uns da weiterkommen und Stückchen für Stückchen. Wenn wir uns die Silage machen, dann kommen wir auch schon aus dem Kredit ein bisschen hoch. Und daher lasst euch überraschen, was wir noch so machen hier auf der Karte. Ich denke mal, wir werden viel auf Silage gehen. Ist halt erstmal das Einfachste und das Billigste, aber müssen wir Flächendingen. Die müssen wir halt mitdingen. Die Flächen. Also haben wir viel zu dingen diese Runde. Und daher
Schon mal 21.000 aufs Konto und das passt ja schon, was alles wie ich gedacht habe. 1.000 Euro mehr, also fast zwei. Und daher diesmal schnell zurück. Hol uns den Dingerstreuer und fahren denen schon zum Acker. Legen die Wiese noch durch und dann passt es ja auch schon. Wir haben Raps hier noch auf dem Acker aufs Feld zu stehen. In der Hoffnung, dass es gutes Geld bringt. Und daher werden wir den Raps demnächst zu Geld machen. In der Hoffnung, dass sie im Mühle denn gutes Geld gibt. Und daher müssen wir uns mal überraschen lassen. Daher tieren wir erstmal hier hin, stellen uns die Maschine ab und dann haben wir auch schon ein paar Pluspunkte. Und daher fahren wir es noch hoch, stellen wir sie hin am besten. Ja, hier rückt was drin. Ist der gemietet oder gekauft? Muss man jetzt mal selber gucken. Werden wir den zurückgeben? Dass die uns über Nacht keine Kosten geben. Dann klappen wir die schon mal zusammen. Und fahren Richtung Hof, dass wir unsere Wiese schneller fertig machen können. Und daher müssen wir uns heute noch mal ein bisschen sputen, dass wir hoffentlich zeitnah mal ankommen. Dann müssen wir uns wirklich mal darum kümmern, dass wir uns noch einen Traktor holen, dass wir da weiterkommen. Und deswegen hier haben wir jetzt ordentlich rüber. Innen hoffen, dass hier oben noch eine gute Fläche ist, die wir uns aneignen können. In der Fläche werden wir auf die Treide machen müssen. Die andere Dinge mal ein paar Wiesen, dass wir da ein paar Euros machen. Und daher fahren wir jetzt noch den zurück Dingen durch und dann ist hier auch Schicht im Schacht. Denken wir, nächsten Part ist auch fertig, dass wir die Flächen durchgedüngt haben. Und daher müssen wir uns mal einen Traktor holen und dann haben wir ja auch bloß noch ein paar tausend Euro da. So 70.000, wenn es gut läuft. Wenn halt Wiese mähen, die verkaufen, nächste Wiese mähen, das wird auch noch Spaß werden. Daher müssen wir uns mal überlegen, wie wir jetzt hier weitermachen. Aber eins werde ich mir noch merken, nie wieder zwei Flächen Silage machen, denn da stimmt irgendwas nicht. Und daher dingen wir schnell unsere Flächen durch hier. Inlaufen, dass wir es noch durchdingen können. Und daher ziehen wir auch gleich mal her. Schmeißen ihn noch an. Fahren wir immer ordentlich drüber weg, dass wir hier wenigstens die Fläche fertig haben. Und dann zeitnah, denken wir, die kleine Fläche hier drüben noch mitkurven können. Und deswegen gingen wir schnell auch durch. Wie gesagt, Traktoren brauchen wir selber. Erste Mal. Dann müssen wir halt noch in Kurven. Dann müssen wir noch ein Schneidfeld kurven. Das heißt denn auch. Ja, das heißt. Wir müssen mal wieder Geld in die Hand nehmen. Hier im Weg eventuell wegflügen. Aber erstmal ist das Ding wie Weltmeister. Und daher fahren wir jetzt noch unsere Wiese durch. So dass wir hier ordentlich an Ballen wieder kommen. Machen wir es halt mit, dass wir hier einen erhöhten Ertrag bekommen. Und deswegen ging es jetzt mit, dass wir wenigstens im nächsten Runde nicht nur 50.000 kriegen, dass wir da ein paar tausend Euro mehr machen und unsere Raps auch noch verkaufen können. Heißt es erstmal, gehen wir eine Erbsernte. Und dann, so dass wir einen Zug verkauft haben, das nächste Feld kaufen können, das umbrechen können, Wiese draus machen können und daher
müssen wir uns mal ein bisschen sputen und machen uns jetzt auch zügig weiter, dass wir die Pflege wenigstens zeitnah fertig bekommen. Drehen wir ihn nochmal um. Wie gesagt, wir müssen uns einmal sputen, dass wir wenigstens unsere Flächen einmal fertig kriegen, die Düngen, die kriegen. Das ist aber Akt für den nächsten Part, das Düngen. Aber wie gesagt, ich mache unsere Wiese bloß noch schnell fertig, auch meine Wiese schnell fertig und dann geht es auch schon weiter. In der Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen was erledigt kriegen. Machen wir jetzt zügig lang hin, fahren den nochmal runter. In der Hoffnung, dass wir im nächsten Part düngen können und die Zeit auch nicht weiternehmen können. Lasst euch einfach mal überraschen. Aber ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP. Tschüss. Bis die Tage.